Leute, willkommen zurück auf meinen Kanal Sky Apps. Eirewitzka. Ja Leute, heute Abend auf jeden Fall ein neues Event. Das Prime Icons Event oder Icons Event. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt darauf. Und bevor wir auf jeden Fall in die nähere Analyse reingehen, beziehungsweise ich erkläre euch auf jeden Fall oder ich zeige euch ein paar Bilder hier gleich zum neuen Event, was auf jeden Fall EA getwittert hat. Manches ist auf jeden Fall nicht offiziell und manches ist auf jeden Fall offiziell. Heidewitzka. Friendhouse, auf jeden Fall, der Leon Strohbernd 8793 hat geschrieben, let's go, Grüßmarathon, ja, Sky, mein Lieber, wer schreibt jetzt, Sky, mein Lieber, sympathisch, dass du Messi gesagt hast, grüß mich mal bitte, bin immer am Start, ja, Leon Strohbernd, sei gegrüßt zu mir, und falls du auch grüßt werden willst, kannst du gerne einen Kommentar schreiben, ich möchte gegrüßt werden und mit etwas Glück. Oh, wahrscheinlich wirst du im nächsten Video erwähnt werden. So, Leute. Wir gehen auf jeden Fall erstmal jetzt rein hier. Das erste Bild, was ich euch jetzt hier zeigen werde, ist offiziell. Leute, die Spieler auf jeden Fall im Startlimadel hier. Die Spieler blende ich euch jetzt hier ein, Friendos. Lampard ist am Start, Cold, Rockbar, Leute, für uns Deutsche ist natürlich Gerd Müller absolut geil. Die deutsche Legende Gerd Müller, die letztes Jahr leider verstorben ist, Randos, Gerd Müller. Ja, Lucio, Kaka, Randos, Alter, ne, Kaka, boah, absolut krasse Legende. Coleman, Oise Bio und R9. Also, Leute, Gerd Müller im Sturm wäre schon absolut geisteskrank. ja, Friendos. Lampard wäre auch krass, Cole. Wir gehen auf jeden Fall ins nächste Bild. Muss ich selbst mal hier wischen. Und Leute, das ist auch offiziell von EA Sports FIFA Mobile. Da geht es auf jeden Fall, oder ist am Start hier Miro Klose oben rechts, ne? Boah. Hier oben rechts, Miro Klose. Puh. Also, ich würde ihn ohne zu zögern für Cristiano Ronaldo austauschen, Leute. Ohne zu zögern, weil Klose ist mein erster Spieler gewesen, den ich so wirklich gemocht habe. Beziehungsweise mein Lieblingsspieler war. Das war mein erster Lieblingsspieler. For real. deswegen Miro Klose für mich absolute geisteskranke Legende. Rainbooney natürlich auch geil. Cantona, Cannavaro, oh yes. So gerade ist noch am Start hier Juka, Pelé, ne, Heidewitzka, Gattuso, Ricard, auch nice, Hernandez, ja Leute, Pelé, auf jeden Fall auch richtig geil, genau, CF, Heidewitzka. So, wir gehen jetzt ins nächste Bild und das auf jeden Fall abgebildet, das ist nicht offiziell jetzt, sehr wichtig, Randos, nicht offiziell, aber wahrscheinlich würde es auf jeden Fall so aussehen und auch so aufgebaut sein. Which Path Choose, Randos, auf jeden Fall, Hall of Legends, da könnt ihr auch ganz genau sehen, Main Menü ist auf jeden Fall neben Hall of Legends, dann auf jeden Fall Cruyff, Essien und Cafu, auf jeden Fall die drei Kategorien, also die drei Spielergruppen, die drei Spieler, Cruyff, Essien und Cafu am Stadlimadli hier. Gehen wir gleich mal ins nächste Bild zu Cafu, Friendos. Das ist auf jeden Fall der Cafu-Pfad. Und in diesem Pfad ist auf jeden Fall am Start noch hier Shevchenko, Kaká und noch hier R9. Wahrscheinlich ist auch hier links. Links am Anfang auch noch Pfad Anfang, also am Anfang vom Pfad, aber Love Friendos, ich habe nur das gesehen. Ist halt nicht offiziell. Ihr könnt es auch sehen hier. FM offiziell. Auf Instagram könnt ihr auf jeden Fall gerne folgen. Ich habe auch zwei, drei seiner Videos in meinen Shorts drin. Also von daher, das ist halt meine Quelle so richtig. Der FM offiziell ist meine Quelle. Genau, Friendos, auf jeden Fall Cafu. Dann Essien ist am Start hier im Pfad, ist drin. Michael Ballack, Friendos, 109er Ballack ist auf jeden Fall am Start hier. Also hier in the 19 Season, Essien scored, bla bla bla. Ihr wisst, was ich meine. Ja, okay. ja, wie gesagt, genau, Essien. Wäre jetzt nicht so eine Option für mich, muss ich sagen, Essien, aber ja, für die, die es feiern. Ja, gut. Ihr gebt den nächsten Cruyff-Friend aus. Auf jeden Fall Cruyff, die holländische Legende. Am Start Limadl hier mit Stoichkov und Coman am Start hier, genau, in dem Part. Und ihr könnt euch auf jeden Fall auch die Dings hier angucken. Ich kann ja mal ganz kurz gucken im Markt Friendos, ob es auf jeden Fall schon ein paar Legenden gibt. Also das Programm da ist. Icons.
Ich weiß nicht ganz genau, ob das jetzt so Icons zählt oder nicht. Heldenweg, bla 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 bla, Ende einer Ära, Icons, machen wir einfach mal zack, suchen. Die sind, glaube ich, noch nicht am Start, die Spieler, die man auf jeden Fall heute Abend bekommen kann. Beckham, nee. Genau. Und das war's auch schon, Friendos. Das ist auf jeden Fall das Einzige, was ich euch zeigen kann, Friendos. Also so in etwa ist es aufgebaut. Ich kann euch leider nicht das Main-Menü zeigen, weil ich keine Daten dazu habe. Auf jeden Fall hat auch FIFA Mobile auf YouTube auf jeden Fall auch was gestreamt. Und da könnt ihr auf jeden Fall eine Stunde lang euch das geben, Friendos. Auf Englisch aber. Ne, deswegen... Auf jeden Fall bin ich gespannt gehalten auf heute Abend. Icons. So, und bevor ich mich auf jeden Fall verabschiede, gibt es ein allerletztes Tots-Packline hier von mir. Yeah. Nämlich Ditte hier. Batzunge. Also wie gesagt, die Spieler, die ich alle gezeigt hatte, die waren eigentlich alle offiziell. So Klose zum Beispiel und so weiter und so fort. Aber alles offiziell. 450.000 Coins und ich würde sagen, wir sind uns morgen wieder zum Wilden-Event. Da gibt es wahrscheinlich schon ein paar Packlines, ne? Möge die Macht mit euch sein. Skywalker.